Der Schatten der Tyranids legt sich wie ein klebriger Schleier über die Galaxis. Diese schrecklichen Waffenorganismen sind getrieben vom alles verzehrenden Imperativ, zu fressen und verschlingen. In unwirklich großen Schwärmen ganze Welten, woher sie kaum mehr als kargen Fels bar jeden Lebens zurücklassen. Die Galaxis ist ein dunkler und lebensfeindlicher Ort, und Tausende von Schrecken lauern zwischen den Sternen. Keiner davon kommt jedoch an den unbarmherzigen Albtraum heran, der die Tyranids sind. Dieses gefräßige Xenos-Volk hat kein Verlangen außer dem ständigen Drang zu fressen. Sie durchqueren die endlosen Weiten des Raumes in kolossalen Schwarmflotten und fallen über eine Welt nach der anderen her, verschlängen jeden Rest organischen Lebens und lassen nichts als Ödnis zurück. Wer den Himmel verdunkeln und erzittern sieht, wenn sich dutzende Bioschiffe der Tyranids zeigen und ihre Schwärme in die Atmosphäre entsenden, der erkennt die schreckliche Bedeutung dessen, was es heißt, die Beute zu sein. Niemand kennt den wahren Ursprung der Tyranids. Xenobiologen des Imperiums vermuten, dass sie aus einer unberechenbaren, weit entfernten Quadranten jenseits der intergalaktischen Leere stammen und durch die Anhäufung von Biomasse in diese Galaxis angelockt wurden, wie Insekten zu einem Fruchtfeld gezogen werden. Der unbeirrbare Drang der Tyranids, um jeden Preis alles zu verschlingen, ist sonst bei keiner anderen Lebensform bekannt. Doch das ist nicht das einzige schreckliche Alleinstellungsmerkmal dieser Monster. Die Ankunft einer Schwarmflotte der Tyranids wird von einem erdrückenden Schleier psionischen Nichts angekündigt, der ganze Sternensysteme einhüllt. Der Kontakt zu Welten reißt ab und die astropische Kommunikation wird von Schatten im Warp abgeschnitten. Psioniker, die sich in diesem psionischen Stasisfeld verfangen, drohen den Verstand zu verlieren, denn ihre Verbindung mit dem Empyrean wird von dem Xenos-Bewusstsein überwältigt, der als das Schwarmbewusstsein bekannt ist. Selbst jene, die dies aushalten, müssen ihre Kräfte sparsam und wohlüberlegt einsetzen, damit nicht auch ihr Geist in Stücke gerissen wird. Wenn die atrospatische Kommunikation abreißt, bleibt den Einwohnern einer Beutewelt nichts anderes übrig, als zu den Waffen zu greifen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen und auf ein Wunder zu hoffen. Wenn sie eine Welt umzingelt hat, sendet eine Schwarmflotte Welle um Welle ihrer Waffenbestien in die Atmosphäre. Millionen Sporen stürzen durch brutales Flakfeuer und jede einzelne der organischen Landungskapseln ist voller Bestien, die bereit sind, herauszustürmen und zu töten. Horden von Termagants, Hormagaunts und fliegenden Gargoyles fegen über den Planeten, getrieben von Drängen des Schwarmbewusstseins und ihrem eigenen Instinkt zu jagen und zu töten. Die Beute schießt aus der Deckung von säureverätzter Barrikaden ihre Salve in die anbrannenden Schwärme und führt verzweifelte Offensiven, um den Anführerbestien zu töten, die als Koordinationsknotenpunkte des Schwarmbewusstseins agieren. Für jeden getöteten Tyranid kommt jedoch zwei neue nach. Ihre Waffen speien grabende Lava und Verdauungssäfte, die sich mit entsetzlicher Leichtigkeit durch Rüstung und Fleisch fressen, und so fallen schreiende Soldaten zu Boden, um von sensenartigen Klauen zerschnitten zu werden. Dort, wo sie auf starken Widerstand treffen, setzen die Tyranids gewaltige Belagerungsorganismen wie den Carnifex oder die plasmaspeiende Exozrine ein, um feindliche Panzerungen oder Befestigungen zu zerstören. Wenn der Großteil der Streitkraft einer Beutewelt getötet ist, beginnen die Tyranids die letzten Widerstandsnester zu eliminieren. Die Lictors jagen in den Straßen und im Untergrund von Makropolen nach Opfern, wobei ihre chamäleonartigen Panzer ihre Tarnung verleihen. Revenants graben sich ihren Weg in die letzten Festungen hinein, fallen über die dem Untergang geweihten Besetzer her und zerhacken und zerfetzen sie mit ihren brutalen Krallen. Bald verbreiten sich die Auswirkungen der Jägerorganismen der Tyranids über die Planeten und die Überlebenden der ersten Invasionswelle werden aus ihren Verstecken gezerrt und ausgeweidet. Wenn dann jeder Widerstand gebrochen ist, beginnen die Tyranids den Prozess des Verschlingens. Wimmelnde Scharen von Fressorganismen schwappen über den Planeten hinweg und verzehren jeden Fetzen Fleisch und jedes bisschen Feuchtigkeit. Nichts wird übrig gelassen, nicht einmal die Kadaver gefallener Tyranids. Diese angesammelte Biomasse wird dann in stinkenden Schleim umgewandelt, an dem sich die monströsen lebenden Schiffe der Schwarmflotte laben. Große Verdauungsseen klaffen wie Zysten auf der Planetenoberfläche, blubbern vor giftigen Säuren und zersetzten Mikroorganismen der Tyranids. Die Biomasse des Planeten wird von gewaltigen Harus Pexis in diese brodelnden Seen gespien. Dann folgen die Kriegerbestien der Tyranid-Schwärme selbst. Sie begeben sich willentlich in ihre eigene Vernichtung, um erneut vom Schwarmbewusstsein absorbiert zu werden und zu Rohstoff für die nächste Invasion zu werden. Widerwärtige Kapillartürme platzen aus der gepeinigten Planetenkruste hervor und erheben sich weit hinauf in die obere Atmosphäre, wo die wartenden Bioschiffe andocken
und der Welt jeden Rest ihres Lebenssaftes absaugen. Wenn die Schwarmflotte gesättigt ist und jedes Stückchen Biomasse assimiliert wurde, fliegt sie weiter und lässt nichts zurück als einen vernichteten Planeten, wenn sie sich auf die Suche nach der nächsten Beutewelt macht. Ganze Raumsektoren wurden schon auf diese Weise ausgesaugt, während sich die Schwarmflotten immer weiter dem Kern der Galaxis näherten. Nur die schrecklichsten Taten der Aufopferung können dieses Verderben verhindern, und selbst die mächtigsten Armeen der Galaxis wurden schon durch den unbarmherzigen Vormarsch der Tyranids in die Knie gezwungen. MacReggae, der gesegnete Heimatwelt der Ultramarines, ging um ein Haar an den Schrecken der Schwarmflotte, Behemoth, verloren. Und hätten nicht die Space Marines und ihre Chapter Masters, Manius Kalgar, der Gefahr so heroisch getrotzt, dann hätten womöglich die Tentakel der Tyranid-Bedrohung dem Segmentum Ultima das Leben ausgepresst. Doch trotz großen Mutes der Verteidiger tausender Welten im Imperium und jenseits davon sind die Schwarmflotten nicht aufzuhalten. Während die Bewohner der Galaxis ihren Blick auf die Schrecken richten, die aus dem großen Riss kommen, behält die Tyranid-Gefahr ihren unbeirrbaren Kurs bei und sind einzig und allein darauf, alles Leben zu verschlingen. Ich war dabei auf Asphenix. Ich sah, wie sich die Sonne verdunkelte und der Himmel sich wand. Ich sah die Leichenberge, die wir auftürmten, und die endlose Flut, die über die Toten rauschte, um uns zu zerfetzen. Und ich sah das alles noch immer, jede Nacht, in meinen Albträumen. Sergeant Tevin Kolleg, 63. Infernus, Stahlwannen. Durch die Leere treiben sterneverdunkelnde Schwärme gewaltiger Kreaturen, deren cephalopodenartige Formen von Stacheln und Fresstentakeln starren. Jedes dieser lebenden Schiffe ist das Heim abertausender schlafender Kriegerkreaturen, die erwachen, wenn die Schwarmflotte ihre nächste Mahlzeit findet. Die Tyranids haben keine Heimatwelt, kein Herrschaftsgebiet außer ihren schnell verzehrenden Beutewelten. Sie sind ein Volk des Weltraums, das sich vom Rand der Galaxis wie ein gefräßiger und unheilbarer Virus nach innen frisst. Sie reißen in Schwarmflotten Schwärme gewaltiger Bioschiffe, die ebenso als Brutstätte dienen. Die erste dieser Schwarmflotten, die dem Imperium begegnete, erhielt den Codenamen Behemoth, als sie wie ein Rambock auf Ultramar stieß. Behemoth verursachte schreckliche Zerstörung, bevor die Schwarmflotte durch den gemeinsamen Bemühungen der Ultramarines und den Imperial Kriegsflotten vernichtet werden konnten. Zu jener Zeit wagte das Imperium noch zu hoffen, diese Schwarmflotte wäre ein einzelnes Phänomen gewesen, eine Xenos-Anomalie, die beseitigt war und nicht wiederkommen würde. Diese Hoffnung starb, als Schwarmflotte Kraken und viele andere seither ankamen und sich entsprechend der Erfolge und Fehlschläge ihrer Vorgänger anpassten. Selbst wenn das Rückgrat einer Schwarmflotte gebrochen wird, ist die Gefahr nicht vorüber. Schwarmflotte Kraken mag unter großen Opfern zerschlagen worden sein, doch die Tentakel ihrer Splitterflotte verteilten sich in der Galaxis wie Sporen. Schwarmflotte Leviathan lernte noch mehr aus den Versagen derer zuvor. Sie brach an vielen Eintrittspunkten gleichzeitig in die Galaxis herein und bahnte sich ihren Weg nicht vom Rand einwärts, sondern von unterhalb der galaktischen Ebene herauf. Auch wenn Tyranids einst als langsame und ferne Gefahr galten, können sie nun immer und überall zuschlagen. Verständlicherweise haben viele Magi-Biologis die Schwarmflotten angesichts ihrer scheinbaren Eigenständigkeit als Subkategorien ihrer Spezies klassifiziert, die untereinander im Wettstreit um Ressourcen stehen. Die Wahrheit ist jedoch viel beunruhigender. Jede Flotte ist nur ein Element eines großen Ganzen. Jede Kriegerbestie, jede Fressorganismen und jedes Bioschiff ist ein Bauteil eines unbegreiflich komplexen Konstruktes, das die Welten der Galaxis umspannt. Diese Geisteskonstruktion ist als Schwarmbewusstsein bekannt. Es verbindet die Gedanken der Tyranids und lässt sie ihre Angriffe koordinieren und ist der Galaxis noch weitgehend ein Rätsel. Jeder Organismus, vom kleinsten Ripper, der die Biomasse eroberter Welten verschlingt, bis hin zu Kolossaren, Tyrannofexes und Biotitans, ist mit dem Schwarmbewusstsein verbunden. Solange sie nicht davon zu etwas anderem angetrieben werden, folgen diese Kreaturen einem Verhaltensmuster, das ihrer Funktion angemessen ist, auch wenn ihre Taten immer noch vom Willen des Schwarmbewusstseins bestimmt sind. Größere und komplexere Wesen wie Tyranid Warriors oder Hive Tyrants erhalten viel mehr Autonomie und besitzen die Fähigkeit, die Instinkte des Schwarms mit synaptischer Telepathie zu überschreiben. Daher sind Tyranid-Armeen, die von solchen Kreaturen geführt werden, trotz ihrer Raubtierinstinkte strategisch weit gefährlicher und in der Lage, taktische Manöver zu entwickeln, die den schlauesten General auf eine harte Probe stellen.
Sollte jedoch einer dieser Synapsenkreaturen getötet werden, wird die Verbindung zwischen den einzelnen Organismen und dem Schwarmbewusstsein gekappt, die Zusammenarbeit des Schwarms unterbunden und jedes Wesen in sein instinktives Verhalten zurückgeworfen. Aufmerksame Gegner lernen schnell, ihre Feuer auf die größten und beeindruckendsten Bestien im Tyranidenschwarm zu richten, denn sie erkennen den Verlust der Geschlossenheit des Gegners, der auf ihren Tod folgt. Daher werden Tyranidenstreitkräfte von vielen Synapsenkreaturen geführt, die ein Netzwerk der Synapsenkontrolle bilden. Damit der Einfluss der Schwarmbewusstsein stark bleibt, sollte eine von ihnen fallen. Schnelle Anpassungsfähigkeit an Taktiken, Waffen und sogar Physiologie der Beute ist sicher die erschreckendste Eigenschaft der Tyranids. Die Armeen der Schwarmflotten enthalten Kreaturen, die auf jede erdenkliche Aspekte der Kriegsführung spezialisiert sind. Und die Brutkammern jedes Bioschiffs können diese Organismen aktiv anpassen und replizieren, um auf die Anforderungen jeder Schlacht zu reagieren. Eine Taktik, die einmal gegen Tyranid zu Erfolg führte, wird sich selten in einem späteren Feldzug als wirksam erweisen oder auch nur in der nächsten Schlacht, denn das Schwarmbewusstsein lernt aus jeder Begegnung. Wo konzentriertes Waffenfeuer seine Schwärme auslöscht, flutet das Schwarmbewusstsein das Schlachtfeld mit zu vielen Zielen, um alle töten zu können. Stattet seine Bestien mit dicken Chitinpanzern aus oder lässt seine Monster Tunnel unter den Linien der Feinde graben, um mitten unter ihnen aufzutauchen. Dort, wo der Feind die Tyranids mit Panzerung und Artillerie besiegt, sendet das Schwarmbewusstsein Kreaturen aus, deren Sekrete, Rümpfe und Luken zersetzt, um Besatzung zu vergiften, oder begegnet ihm mit gewaltigen lebenden Panzern, deren korrosive Munition und zerschmetternde Klauen Kleinholz aus Fahrzeugen machen. Sollte die Beute versuchen, direkten Auseinandersetzungen auszuweichen und Überfalltaktiken anwenden, sendet das Schwarmbewusstsein Kreaturen aus, um die feindliche Deckung zu verschlingen und zu zertrampeln und geflügelte Schwärme, um Luftbedrohungen vom Himmel zu reißen, sowie getarnte Mörderbestien, die den Jäger zum Gejagten machen. Bislang, so scheint es, gibt es kein Hindernis, das die Schwarmflotte nicht überwinden könnte. Und das Einzige, was die Flut wirklich aushalten kann, ist das Opfer von Tausenden von Leben, geworfen in die Kiefer der Bestien, um verzweifelt zu versuchen, ihren Vormarsch zu bremsen. Schwarmflotte Leviathan war die größte Tyranidgefahr, die je dem Imperium der Menschen drohte. Eine Ansammlung von Bioschiffen, so gewaltig, dass selbst die Bemühungen der edlen Blood Angels und all ihren Nachfolgeorden ihren Vormarsch nicht aufhalten konnte. Nachdem es auf seinem unaufhaltsamen Weg durch die Galaxis die Biomasse von Menschen, Orks und Aldari verzehrt hatte, befand sich das große Tentakel von Schwarmflotte Leviathan auf dem Zenit seiner Macht und war in der Lage, neue Strategien und taktische Konter immer schneller zu entwickeln. Auf Baal, der Heimatwelt der Blood Angels, errichtete Commander Dante eine Reihe trutziger Befestigungsanlagen und erwartete die Ankunft Leviathans. Als der Schatten der Schwarmflotte schließlich auf Baal und seine Zwillingsmonde fiel, begann eine blutige Schlacht. Die ersten 19 Wellen von Kriegerorganismen der Tyranids, von denen jede größer als die zuvor war, wurde unter großen Verlusten der Blood Angels und ihrer Verbündeten zurückgeschlagen. 5 Chapter Master fielen in diesem Sturm des Blutvergießens. Und Meter um Meter wurden die Space Marines zu ihren Ordensfestungen zurückgedrängt, wo sie sich auf ihre letzte erbitterte Schlacht vorbereiteten. In diesem Moment, als alles verloren schien, riss die Cicatrix Maledictum, der große Riss, das Gewebe der Realität auf und ein widerlicher, ätherischer Wind blies hinaus und über das kriegsgebeutete Baalsystem hinweg. Dies Licht klarte der Himmel auf und die Sterne schienen erneut. Und wo zuvor Schwarmflotte Leviathan um Baal und seine Monde kreiste, befand sich nun eine imperiale Flotte. Der wiedererweckte Primarch der Ultramarines, Rubuti Gulliman, führte einen Vergeltungsschlag gegen die untergeordneten Überreste des Tyranidenschwarms an und Baal war bald vom Makel des Xenos befreit. Was genau aus Leviathan wurde, bleibt unbekannt, auch wenn auf dem nun kargen und leblosen Mond von Baal Primus ein Hinweis gefunden wurde. Millionen über Millionen von Xenos-Schädeln, hoch aufgetürmt, um das Symbol aus 8 Säulen der Bloodthirster Kanbanda zu bilden, des Erzfeinds der Blood Angels. Leviathans Untergang hatte einen hohen Preis und selbst jetzt hat die Schwarmflotte noch viele kleinere Tentakel, die sich durch die Galaxis winden. Schlimmer noch ist, dass ihre Niederlage die Gefahr, die die Tyranids darstellen, nur gebremst hat, nicht aus der Welt geschafft. Jedes Jahr gehen neue Berichte von Invasionen ein und neue Schwarmflotten strecken ihre Tentakel aus. Schwarmflotte Hydra fällt über den Rand der Galaxis her und sammelt die versprengten Splitterflotten vorheriger Invasionen auf.
Scylla und Charybdis ziehen parallel ihre Pfade durch die Segmente Pacificius und Sola, viel zu nah am Herzen des Imperiums, während Schwarmflotte Jormungandre sich aus dem galaktischen Norden einen Weg bahnt. Es besteht jedoch die Sorge, dass diese nur die Vorhut eines viel größeren Gebildes ist und das Schwarmbewusstsein lediglich die Galaxis weichklopft, bevor es seine Präsenz offenbart. Unter den zahllosen Lebensformen des Schwarmbewusstseins gibt es eine Kreatur, die so alt ist wie die Spezies der Tyranid selbst. Sie ist ein Vorbote des Verderbens, eine Bestie, die unaussprechliches Blutvergießen in der Galaxis anrichtete und an unzähligen Zivilisationen Beute machte. Dieses legendäre Ungeheuer ist unter vielen Namen bekannt. Doch für jene wenigen des Imperiums, die Zeuge seiner Wut wurden und überlebten, ist es der Schwarmlord. Ursprünglich begegnete dieser uralte Jäger der Menschheit während des ersten Tyranidenkrieges, tauchte seither jedoch überall in der Galaxis auf und kämpfte im Verlauf der Jahrhunderte für verschiedene Schwarmflotten. Der Schwarmlord ist letzten Endes so gut wie unsterblich, denn seine Verbindung zum Schwarmbewusstsein übersteigt die Grenzen des körperlichen Seins. Sollte diese Kreatur getötet werden, wird ihr Bewusstsein vom synaptischen Netz absorbiert und gespeichert, bis ihr Körper neu geschaffen ist. Da kann das Schwarmbewusstsein den Schwarmlord überall in der Galaxis einsetzen, wo immer sein endloses Repertoire an List und taktischer Schleue am dringendsten benötigt wird. Dieses Monster ist so gerissen, dass es bei der Schlacht um Megrage sogar die Ultramarines überlistete, die seit langem zu den taktisch versiertesten Armeen der Galaxis zählen. Der große Maneus Kalgar selbst fiel um ein Haar den vier gezahnten Hornsäbeln zum Opfer, die der Schwarmlord mit dem Geschick von Äonen der Kampferfahrung führt.